Wie hat Banks Minecraft Walls gewonnen? Minecraft Walls ist nach einem langen Endkampf zwischen Banks Standardskill und Sue jetzt zu Ende. Banks hat einfach alleine gegen zwei andere YouTuber gleichzeitig gewonnen und insgesamt ganze 5 Kills geschafft. Niemand hatte auch nur im Ansatz so viele Kills und auch niemand außer Banks hatte eine Netherite-Brustplatte. Wir wissen also natürlich alle, dass Banks der Beste in Minecraft Walls war. Aber wie hat er das geschafft? Was hat Banks gemacht, wodurch er so viel besser war als die anderen und jeden besiegt hat? Das schauen wir uns jetzt an. Um herauszufinden, wie Banks so gut war in Minecraft Walls, gehen wir ganz an den Anfang zur Vorbereitungsphase. Banks ist in einer Savanne gespawnt. Er hatte also sofort Holz und nach 1 Minute und 50 Sekunden hatte er schon eine Steinaxt und eine Steinspitzhacke. Nach 3 Minuten hatte er sein erstes Eisen gefunden und nach nur 7 Minuten im Video seine ersten 4 Diamanten in einem Dorf. Und kurz danach, mit erst 22 Minuten Spielzeit, hatte Banks schon Full Eisenrüstung und eine Diamantspitzhacke. Die gesamte erste Folge hatte Banks dann Diamanten gefarmt, bis er ganze 42 Diamanten nach seiner ersten Stunde Spielzeit in Minecraft Walls hatte und gleich auch mit einem Verzauberungstisch seine Spitzhacke und Rüstung verzaubert hat. Damit war Banks mit Abstand der Schnellste. Aber wie hat er das gemacht? Ganz einfach. Er wusste, was wichtig ist. Die wichtigsten Dinge sind am Anfang Essen durch Tiere, Holz, so schnell wie möglich Eisenausrüstung und danach sofort Höhlen nach Diamanten durchsuchen. Viele der anderen YouTuber sind am Anfang erst einmal die meiste Zeit herumgerannt und haben nach Dörfern gesucht. Das ist ein Fehler. Während Banks also schon nach einer von seinen 14 Stunden genug Rohstoffe hatte, um sich komplett Full Diamant mit der besten Verzauberung zu machen, konnte er jetzt in den restlichen 13 Stunden absolut ruhig verzaubern und sich um die zusätzlichen Dinge kümmern. Denn das Wichtigste war schon mal erledigt. Schon in der zweiten Folge hat Banks dann beim nächsten Villagerdorf seine kleine Base aufgeschlagen. In der dritten Folge hatte er schon einen Level 30 Verzauberungstisch. Danach hat er sich natürlich viele Goldäpfel, genug gebratenes Fleisch und die besten Verzauberungen auf der Axt, dem Schwert, der Rüstung und dem Bogen gekümmert. Zusätzlich natürlich noch um eine Verzauberung auf dem Schild, damit das länger hält. Nach der Vorbereitungsphase war Banks schon wegen seiner Ausrüstung besser als die meisten. Alpha-D hat natürlich den Fehler gemacht, seine Schuhe statt Schutz 4 mit Feuerschutz zu verzaubern. Alpha-Stein hatte nicht die besten Verzauberungen und viel zu wenig zu essen. Sue war eigentlich ziemlich gut dabei, außer dass er nicht seine komplette Rüstung mit Haltbarkeit 3 hatte und keine Haltbarkeit auf dem Schild, was natürlich auch ein kleiner Vorteil wäre. Aber der Punkt, an dem sich wirklich alles für Banks verändert hatte, war der Nether. Denn nachdem er am ersten Tag, nachdem sich die Mauern geöffnet haben, schon versucht hat, gegen Leute zu kämpfen, ist er schon nach 15 Minuten ins Nether gegangen. Weil die Zeit im Nether in Minecraft Walls begrenzt war, gibt schnell ins Nether zu gehen natürlich den Vorteil, dass die Festungen und Bastionen noch nicht gelootet sind. Banks ist anders als die anderen in Minecraft Walls sofort strategisch und zielstrebig im Nether vorangegangen. Er hat sich Prioritäten gesetzt. Nummer 1. Zuerst braucht man die besten Tränke. Und Nummer 2. Dann kann man Netherite suchen. Er ist also sofort auf die Suche nach einer Festung im Nether gegangen. Während Russik zwar als erster eine Bastion gelootet hatte, hat Banks eine Festung gefunden und dort ganze 15 Lohnrouten mitgenommen. Danach hat er sofort die Lohnspawner abgebaut. Er hat sich also sofort einen Vorteil verschafft. In der zweiten Stunde nach dem Mauerfall hat er sich dann aber für das Strip-Minen nach Netherite entschieden. Aber das nur, weil keine weitere Festung oder Bastion in der Nähe war. Das hat ihm nicht nur 5 antiken Schrott gegeben, sondern auch Gold und nachdem er sich wieder ausgegraben hat, hatte er sofort eine Bastion gefunden. Dort hat Banks dann auch Netherwarzen gefunden, Gold und einen weiteren antiken Schrott. Danach hatte Banks noch weitere 2 antiken Schrott durch Strip-Minen gefunden. Wie man natürlich jetzt im Nachhinein gesehen hat, ist Netherite vor allem wegen der Haltbarkeit ziemlich wichtig gewesen und die Tränke vor allem deshalb, weil man dann keinen Feuerschaden mehr bekommen kann und wegen den Stärke 2 Tränken. Ohne Stärke 2 Tränke ist man im ziemlichen Nachteil, aber auch wenn Banks sich durch all diese Sachen natürlich schon einen guten Vorteil verschaffen konnte, das ist nicht Grund genug, um zu gewinnen. Der Grund, weshalb Banks dann gewonnen hatte, hat viel mehr damit zu tun, was danach gekommen ist. Nachdem Banks direkt als Amir iCrimex geholt hatte, nach Amir gesucht hat und ihn dann besiegt hatte und damit das zweite Netherite-Schwert auch hatte, hat er als nächstes den besiegt, der von den Überlebenden noch die schlechteste Ausrüstung hatte, und zwar Alpha-Stein. Das ist taktisch sehr klug, denn jeder hätte Alpha-Stein besiegen können. Dadurch hat Banks den anderen die Möglichkeit genommen, ein Netherite-Schwert zu haben und die Möglichkeit genommen, die Items von Alpha-Stein zu bekommen. Nachdem Banks Alpha-D über den Weg gelaufen ist, wusste er genau, dass er Alpha-D im Nahkampf besiegen musste, weil er dadurch am schwächsten war. Alpha-D hatte nämlich Wurftränke und seine Schuhe hatten natürlich keinen Schutz. Den Kampf gegen Standardskill und Sue am Ende hat Banks dann natürlich hauptsächlich deshalb gewonnen, wegen den Tränken, weil er sich besser in PvP auskannte und weil er sich hauptsächlich auf eine Person fokussiert hat. Zusätzlich hatte er natürlich noch die Rüstung von Alpha-D als Ersatz. Wenn man also das ganze Bild sieht, ist es natürlich ziemlich klar, warum Banks gewonnen hat. Aber man kann daraus, vor allem als Teilnehmer von Minecraft Walls, ziemlich viel von Banks lernen. Und ich denke, dadurch könnte Minecraft Walls 2 nochmal um einiges spannender werden. Was ist eure Meinung dazu? Abonniert und jetzt tschüss.